Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brettkollegen. Heute sind wir in Berlin. 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 In Berlin. 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 Bei den T-Mobile Extreme Playgrounds. Schicke Sache, viel BMX und viel, viel mehr Skateboarding. Und zwar richtig Gutes. Und wie das genau aussieht, schauen wir uns doch mal an. Wir sitzen gerade hier im Orga-Büro, einer der Verantwortlichen, Ralf Middendorf, hat jahrelang den Mastership gemacht und seit neuestem jetzt die T-Mobile Extreme Playgrounds. Ralle, erzähl doch mal, ist das das erste Mal, dass das Ganze in Deutschland stattfindet oder überhaupt stattfindet? Also man muss dazu sagen, T-Mobile Extreme Playgrounds ist ja eine Serie, das heißt, das ist jetzt der dritte Stop der Serie. Wir haben im Mai angefangen im Ruhrgebiet, um genauer zu sagen, in der schönen Stadt Herten mit den Disziplinen Mountainbike und BMX. Hatten da als Headliner Good Charlotte, sind dann im August weitergezogen nach Hamburg und dort Wakeboard und BMX Mini Ramp. Als Headliner hatten wir dort die Hives und jetzt, wie gesagt, dritter Stop und Finale der Tour hier in Berlin im Velodrom. Skateboard, Street World und BMX Street World. Headliner Bullet von Mar Valentine. Gut, dann gehen wir mal wieder rein, würde ich sagen. Die Rampe ist gut, eine der besten portablen Rampen in Europa. Sollten sich alle anderen Events auch was von abgucken. Und von Fahrern, gutes Starterfeld. Ich gegen Andy McDonald später. Tschüss, ich geh dann mal. The Deathlands. Wow. Andy Mac neben mir, habe ich gesehen, fährt mit einem neuen Board, mit einem neuen Logo drauf. Und Andy. Yes, sir. What's up with Positive? No more Andy Mac Skateboards? Positive Skateboards. New brand we're doing, Powell. Mm-hmm. It's going to take the place of the Andy Mac brand and kind of following the same genre as the Andy Mac brand did with opening up the distribution, trying to make an affordable board for kids that are just getting into skating. But this time around we have a whole team. It's myself and Sandro Diaz on Vert and then Rodney Jones and Carlos D'Androni. What about the pricing? Is it better than like compared to other bags? Yeah. A little bit cheaper? Yeah, a little bit cheaper. Just trying to get kids and their parents into skateboarding for the first time, but still have a board that turns when you need it to turn, and the board's not going to break, and the wheels are going to roll, you know. So sounds positive. It's all about positive skateboarding. Okay, was Andy Mac mit dem Board anstellt, schauen wir uns mal an.